Ich habe da auch einen Wegener-Anhänger gehabt. Den nehme ich mir bis zum Lager mit dann. Jawohl. Und den auch jetzt einmal. Gut, ist so ein Steinbruch. Mit dem Lastenkrank könnte ich nicht wegkommen und mit dem normalen Krank komme ich weg. Was ich auf jeden Fall nie gesetzt habe, ich möchte auf jeder Karte einen anderen Truck fahren. Okay. So das Ziel. Mal. So, ich habe das Verbrauchsgut, das sowieso ausschaut. Könnte ich aber auch eigentlich überall anfangen, oder? Das hat letztes Mal gut geklappt. Gut, das ist noch flach. Im Sumpfgebiet. Sumpfi. Da war gestern zum Beispiel mal wirklich wieder gute Lobby, sondern COD, das war auch richtig lustig. Okay. Nein, in Sartis bin ich jetzt bald durch mit den, zumindest das, was vorher gestanden ist. Okay. Und dann weiß ich halt, wie wir weitermachen. Dann könnte ich theoretisch eine Pause einlegen, bis du wieder möchtest, oder? Ja. Das wird dann... Hm? Warum? Ja, wegen den neuen Technologien. Oder ist dir das wurscht? Ist mir wurscht. Viel Neues haben wir eh nicht mehr. Ist ja nur die Endstufe, oder? Oder gibt es schon was Neues wieder? Naja, den... Es fehlt noch eine Sache für einen Technolift. Ja, ja, aber dann, aber er schaltet jetzt nichts Neues frei, wo ich sage, das ist nichts, was wir dann nicht schon hätten. Aber wieso, es kommen dann noch mehr Stufen dazu? Ach, kommen dann welche? Das weiß ich nicht, das war die Frage. Ich glaube schon. Ich weiß. Weil, wir haben aber aufgehört, was die letzte. Okay. Na, weißt du was? Ich schau mal. Ich mache mal soweit. Das dauert eh noch ein bisschen. Und wenn noch eine Stufe beim Technolift ist, dann höre ich dabei auf. Okay? Weil genug zu tun hätte die auch bei anderen Games. So aber das dauert ja eh noch, bis wir die, weil ich weiß ja noch, da hätten wir, müssten wir irgendwas auch liefern, also irgendwas abbauen oder so. Aber bis du das hast, dauert es eh schon. Eine Zeit. Was meinst du? Da mussten wir nicht da irgendwas fördern, was wir noch nicht haben, irgendein Gas oder so? Ja, das haben wir schon, das kann ich schon machen. Das haben wir schon. Das kann ich schon machen. Was? Das ist eh noch Stickstoff. Ah, genau, Stickstoff war das, ja. Du musst so Stickstoff, schwere, irgendwie so Stickstoffrahmen oder so machen. Ja, aber die musst du ja befüllen dann. Ja, die Fabrik haben wir da schon frei. Ich muss nur den Stickstoff entweder mit Pipeline oder mit... Hey, man muss den fördern, das meine ich ja. Ja, das können wir schon. Das muss man ja alles bauen. Ja, ja. Also das können weiß ich, aber bauen muss man das alles. Und das dauert ja. Ja gut, das würde ich dann machen. Was meint ihr? Und ich habe gesehen, dass wir einige Sachen frei haben, die wir noch gar nicht gebaut haben. Never ever. Ich weiß, weil wir alles... gab oder so. Die Drohnen und so kann man ja dann auch irgendwann machen. Da fehlt uns noch was, aber. Und irgendwann müssen wir. Also, irgendwas muss es ja noch geben, weil wir können ja den Atommüll noch nicht entsorgen.
Oh ja, dann könnten wir dann auch schon entsorgen, wenn wir das haben. Echt? Mhm. Außerdem vergisst du, dass es eine Early Access ist, das heißt, es muss kein Ende geben. Das ist cool. Früher habe ich den Atommüll auch nie entsorgen können und das war schon Ende. Ja, aber ich habe gelesen, dass es was gibt dafür. Nee, aber ich meine nur, das heißt jetzt, jetzt überlegen, wie man da fahrt. Das heißt, fahre ich wieder so geschissen und dann fliege ich wieder runter. Also da geben du das was. Geben du das was, ich weiß. Und das haben wir uns sogar schon angeschaut und da hat uns nur ein Teil oder so gefällt. Also denke ich mal, gibt es noch zumindest noch einen Bibliothek im Weltraum. Nein, wir können das schon machen. Nur fehlt uns irgendein Teil, haben wir noch nicht gebaut oder so. Ah, okay. Ich glaube, frei war es schon. Wow. Und wenn, dann schaltest du es halt mit der Stufe, die du jetzt machst, frei. Aber ob es danach noch was gibt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Hätte ich jetzt nicht mitbekommen zumindest. Okay. Was sagst du da? Ich bin unten. Sie haben ja schon wieder mehr Entwicklungsstufen weitergemacht. Das denke ich mal, dass das auch damit verbunden ist mit dem Upgraden. Was mit Entwicklungsstufen? Aber ist dieses, wo sind Stufe 5, 6 und so? Ja, das ist der Weltraumlift. Ja, und ich glaube, da sind wir noch nicht durch. Es gibt schon 8 Stufen, wir sind noch nicht da, glaube ich. Ich habe aber. Achso, aber ich probiere das jetzt mit dem Kran. Aha, ich glaube, ich habe was gefunden, was mein Problem war. Da brauche ich mal Platten jetzt. Aha, ich glaube, ich weiß, warum ich letztens nicht abladen konnte, meinen Stahlträger. Okay. Der Anhänger wäre fast gekippt beim Motorfahren jetzt. Und dadurch hat sich die Fracht gelöst. Sie war noch am Anhänger, aber sie hat sich gelöst. Und damit erkennt das nicht mehr als Fracht. Jetzt muss ich sie wieder quasi sichern. Achso, das heißt, nur aufladen genügt nicht? Sie war ja nicht dann aufgeladen in dem Sinn. Achso. Sie war nicht angegurtet quasi. Ah, okay. Und das erkennt er dann nicht an, dass du Fracht hast. Okay. Das wird wahrscheinlich beim ersten Mal auch irgendwo so gewesen sein. Mhm. So, jetzt da irgendwie rauskommen, ist jetzt die Frage. Das sind immer scheiß Steine. Das kann man eigentlich easy herausfinden. Was denn? Komm bitte rauf. Komm bitte rauf! Ich meine, wenn ich von Sardis eine Pause mal machen würde, wäre es nicht so schlecht, weil dann hätte ich auch viel zum Beispiel Snowrunner mehr Zeit. Wenn du öfter aber nicht spielst. Andererseits ist es halt schade, wenn ich noch nicht fertig bin. Also es gibt 4 Stufen. Okay. Und ich glaube, die mit vielseitiger Rahmen, modularer Motor, adaptive Steuereinheit. Adaptive Steuereinheit haben wir schon. Aber die produzieren wir schon. Also das ist schon. Das heißt, mehr gibt es dann nicht mehr. Das nächste ist dann für den Lift 4000 Montageleitsystem, 4000 Magnetfeldgenerator, 1000 thermale Raketenantrieb und 1000 nukleare Paste. Das ist der letzte. Das haben wir noch nicht. Genau, das ist dann das letzte. Ah, okay. Mehr gibt es momentan noch nicht. Ah, das heißt, und dann kann man eigentlich nur noch verbessern und so weiter. Genau, ausbauen. Und ausbauen. Okay. Sind wir nicht schon über weit im Spiel? Oder wir haben schon über 500-600 Stunden auf dem Server. Glaubst? Dann habe ich schon allein 540 Spielstunden und ich glaube, ich hatte 97, wie wir begonnen haben. Also aber nicht auf dem Server, oder? Ich habe 97 alleine gespielt damals.
Okay. Weil ich habe unter 100 gestartet auf dem Server. Das heißt, ich habe 400 irgendwas. Ich habe ein ganzes Standort gebaut. Ich weiß, wie lange das gedauert hat. Da bin ich aber fast den ganzen Urlaub gesessen. Fast gestartet gespielt. Siehst du ehrlich, wie viel wir All-In haben? Müsste ich schauen, aber es steht sicher irgendwo. Ich sehe ja nur auf Epic, kann ich glaube ich auch irgendwann schauen, wie viele Spielstunden Satis ich habe. Ich glaube, da steht nämlich, bevor man reingeht in den Server. Und sonst ist es, die Karten sind nicht anders, außer es ist ein anderes Biom. Sonst gibt es da quasi nichts anderes. Genau. Hast du die Betonplatten jetzt? Ja. Ja. Ein paar logistische Herausforderungen haben wir noch in Satis. Ja, was denn? Das Lager? Das ist. Also das Hauptlager. Ja gut, das ist das, was ich angehe. Und das ganz, ganz große Lager habe ich ja noch nicht einmal angefangen. Das ist nur die da. Dann die ummantelten Uranzellen stocken jedes Mal. Also da muss ich wirklich manuell diese Flüssigkeit ablassen. Na gut, das haben wir auch gewusst, weil das haben wir auf schnell gebaut, die Atomdings. Ja. Ich plane eh, dass ich vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, ob das notwendig ist oder ob das nur ein Blödsinn ist, dass ich plane dann einen Zug weg vom kleinen Lager, wo die ganzen unnötigen Sachen weggeführt werden zu einem Schredder. Okay. So quasi eine, also außerhalb, dass die zum Schredder fahren. So, weiß nicht, wie Turbodraht oder so, wenn einer überschüssig ist. Oder dass ich den sogar vielleicht von der Technik dann schon weglasse. Dass das gar nicht zu mir ins Lager kommt. Okay. Das ist nice. Was denn? Na, ich bin gerade dort, wo ich die Mission habe. So, das musst du. Achso, kannst du mir das freischalten, bitte? Arbeit für echte Kerle. Danke. Der Ersatzteile habe ich nämlich da gleich. Was hat es? Pläne hätte ich viel fürs Hartes. Aber keine Zeit. Ja, jetzt wollte ich es eigentlich beginnen dann, weil ich dachte, ob so zur Überbrückung hin. Du willst mir mal Freude machen. Ja, ich sehe, super. Ich spiele sehr gern. Das war schon cool. Die erste Mission habe ich schon hinter mir.
So ist easy, jetzt kann ich die Mission auf einmal machen. Sogar. Und natürlich, ich habe jetzt auch schon Manko entdeckt, wo ich zum Beispiel auch noch rauskommen muss, weil es auf einmal viel zu wenig kommt, wenn wieder alles steht. Das muss ich mir dann auch noch im Endeffekt anschauen. Und Sayasat, das ist ein Nenni. Ja. Naja, außer wenn alles steht eigentlich. Weil was willst du dann noch machen? Was ist, wenn alles steht? Nein, wenn alles steht und alles gut läuft. Ja gut, aber kannst du immer trotzdem weiter ausbauen. Ja, das schon. Kannst du die ganze Karte verbauen, so wie Spielwehr oder so. Aber ich hoffe, dass das ein Early Access ist, dass dann da noch was kommt sogar. Ja gut, sie machen eh jedes Jahr ein großes Update eigentlich. Wie muss ich die Fracht fixieren? Ja eh mit den Funktionen. Bergen? Nein. Ja, mit den Funktionen. Ach, Fracht verladen. So. Jetzt war ich zu schnell unterwegs. Jetzt wäre aber der Anhänger festgekippt mit der Ladung. Aber da bin ich echt froh, dass du mich auf Sardis gebracht hast. Obwohl du es beim ersten Mal gar nicht spielen wolltest. Ja. Oh, 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 oh. Aber so wie du geschrieben hast, das mit dem Hype, das ist ja auch so ein Problem, warum ich einfach auch keine Zeit für Story-Spiele habe. Weil ich ja immer wieder auch auf ein altes Game zurückkomme. Das kenne ich so eigentlich nicht so, weißt du, ich meine? Für mich bin ich jetzt immer im gespielt abgeschlossen. Ja eben, ich sehe Minecraft zum Beispiel oder so. Also zum Beispiel, für mich jetzt das damals nicht geben, dass ich zum Beispiel jetzt schon zum dritten Mal 7 Days mache, weißt du, ich meine? Ja, oder was, auch ein gutes Beispiel. Und ich merke auch, ich spiele viel weniger Story-Spiele eigentlich. Und wenn, sind die meistens gescheiterte Projekte. Das wollte ich eh sagen. Eigentlich hast du noch keinen, bis auf dieses Chuchu, noch kein einziges wirklich jetzt Stuch gespielt am PC. Nein, letzte Zeit nicht, nein. Gut, das Chuchu wäre eine Frechheit, ehrlich, auch von der Länge. Das habe ich gewusst. Und vor allem so eintönig auch. Ich bin gespannt auf morgen. Spielen wir da das No One oder? Oder was sonst? Oder Hand? Ja, No One, oder? Ich weiß auch nicht, ob es sich geholt hat jetzt. So. Ich würde das unnötig finden, Hand ewig rauszuhören. Da kommt es wieder nie zu Ark dann. Ja, stimmt. So. Ich werde zuerst die Brückenmission machen sollen. Fällt mir gerade auf. Was braucht man da? Kann ich daran sagen. Und Latte eine. Vor allem würden dir noch so viele Spiele einfallen, die wir so auf der Stelle sicher auch spielen könnten. Was zum Beispiel?
Achso, jetzt ist ein Schwadet, was jetzt kommt. Ist das sicher etwas für uns? Ja, auf jeden Fall. Könnte sogar vielleicht auch Tommy da. Das könnte auf jeden Fall sogar auch Tommy da, ja. Sonst zum Beispiel jetzt eben? Ja, Daniel, ich mach das da jetzt noch, dauert 10 Minuten und dann. Ich werde jetzt neu. Ich. Was ist neu? So, Entschuldigung, Sam. Ja, genau, Sam. Holzplanken brauchen wir da zwei. Ich war noch geschwind zum Steinbruch. Jo, also aufzustellen würde mir sicher 5-6 Spiele anfallen. 5-6? Na sicher. Sonst entschwaudet. Waft. Fällt mir der Name jetzt nicht an. Was fans? Na, um was geht's? Ja, auch ein Aufbauspiel. Survivor. The Front. Range Simulator würde mir nochmal anfallen. Ja, stimmt. Und das waren jetzt nur die, die ich weiß. Ohne ins Detail zu gehen. Zwischendurchspiele würden mir bei einfallen. Hunt? Gut, das haben wir ja schon. Ja, Hunter. Hunter, ja. Die ganzen Horror-Games. Ah, das WiiWare, meinst du? Zum Beispiel, ja. Ich habe jetzt eh auch wieder Phasmophobie geladen. Ich habe Bock auf das. Wieder mal eine Runde zu spielen. Formel 1 rede ich jetzt gar nicht. Will auch immer gehen. Naja, immer nicht. Warum nicht? Nur wenn du müsstest oder was? Nur wenn das selber hinhaut. Aber das wäre ich nicht. Naja, wenn der Spielstand nicht wieder gleich steht. Ach so, ja, wenn der Spielstand. Aber gut, wir hätten ja sowieso beendet. Also. Ja, aber die Season wir machen zumindest fertig dran. Ich meine jetzt noch von den Spielen her. Was sag ich da was? Aber ich bin ja froh, dass ich nicht immer auf euch höre. Ja, wieso? Weißt du, was hätte ich bis heute noch kein Sams gespielt, auf das ich so hab, war schon jahrelang. Was, ja, das, was mir zum Beispiel auch eingefallen ist, was du nie gespielt hast, und Dominik hat es glaube ich gespielt, weil er hat es auch nie erwähnt, ist Conan. Ich finde Conan ist auch ein super Survival-Spiel. Weißt du, dass ich das unlängst gedacht habe? Das ist auch ein super Survival-Spiel eigentlich. Das habe ich halt nie auch so gar... Ja, das sehe ich halt so lange auch spielen. Du kannst jedes Survival-Spiel alleine spielen. Naja, bei manchen steht ja Multiplayer. Bei welchen? Daniela, ich habe gesagt, ich mache das noch fertig. Geh dabei rauf, wenn du magst. Warte mal, mit welchen Raten das... Oh, weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwann habe ich zuerst das gestanden. Das wird sich gut gebeten. Conan habe ich auch nicht so richtig, sage ich jetzt mal, von Grund auf alleine gespielt. Das ist Conan Part of Exile, gell? Das. Na, Part of Exile ist was anderes, das ist ein anderes Spiel. Ach so. Part of Exile ist aber free to play, Conan, das ist. Geht, oder? Ich nehme an, dass Conan noch was kostet, ja. Aber Part of Exile ist wie. Das kannst du das überhaupt nicht vergleichen, das ist wie Diablo.
Ah, okay. Und Conan ist wirklich Aufbau, gell? Conan ist wirklich Survival, ne? Hast du auch so Wellenangriff und sowas? Hast schon verschiedene DLCs und so auch. Das ist auch nicht schlecht. Das Spiel Ingo spielt das wohl gerne zum Beispiel. Und da habe ich halt immer mitgespielt, aber ich habe halt das CD-Spiel halt. Mehr als ich. War da nie von Anfang an so richtig durchgehend dabei bei allem. Aber das haben wir auch im Folge nochmal so gut aufzuspielen. Ja, das war nice. Super Wayne. Aber du hast weiterbracht.